So. Hier können wir mal Reihe für Reihe machen. Da können wir durchlaufen. Wir brauchen noch viel, 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 viel mehr Stufen. Okay, das war doof. Wir haben nichts zu verschwenden. Gut, dann haben wir gleich die Hälfte. Also beziehungsweise nicht die Hälfte, aber die Mitte. Ja, dementsprechend auch gar nicht so wirklich die Mitte ist. Ach, ist ja auch egal. Hören wir auf mit der Haarspalterei. Wir holen einfach noch ein paar Stufen. In der Zeit schaut auch das Weizen gar nicht mehr so schlecht aus. So, dass wir da oben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Leder bekommen. Mit ganz viel Glück ja sogar 32. Das wäre natürlich super. Ach komm, wir brauchen den Rotz doch sowieso immer wieder. Dann haben wir halt da gleich was auf Vorrat. Was soll denn bitte der Geiz? So. Im Feld ist das Ganze halt ein bisschen schwieriger. Weil da ist halt auch immer was im Weg. Ich glaube, ich ernte das auch mal. Das kann ja in der Zeit auch wieder wachsen. Das wäre doch gut fürs Feld. Also auch für mich. Und dann würde ich zumindest sehen, was ich hier mache. So. Stufen müssen auf jeden Fall reichen. Da haben wir jetzt wirklich genug. So, und jetzt müssen wir uns hier halt ein bisschen umschauen dabei. Das bleibt nun mal nicht aus. Dann machen wir hier Stück für Stück einfach wieder zu. Ah, komm schon. Aber da haben wir es auch gleich geschafft. Nervt doch nicht so penetrant. Wirklich jetzt. Muss nicht sein. So. Ja, vielleicht ist es ja auch ausreichend beleuchtet. Ich setze hier halt sicherheitshalber mal eine Fackel hin. Dann, keine Ahnung. Wird das schon hinhauen. So, hier. Weizen. Und Weizenkörner. Du siehst fertig aus. Fertig mit den Nerven und so. Das dürfte sich jetzt auf jeden Fall zumindest lohnen, die Kühe nochmal zu füttern. Dafür muss das jetzt reichen. Dann machen wir uns auch bald einen Komposter. Und wenn wir wieder Eisen haben, eine Knochenmehlfarm. Einfach weil es gut ist. Ach ja, Hühnchen. Klar, wenn ich die Dinger schon in der Hand habe, dann fütter ich die auch eben. Ja, liebt euch. Die geilen Hühner. So, gleich noch ein Huhn. Und wenn das Ding mal voll ist, dann kriegen wir da Eier ohne Ende. Das ist doch schön. Wir brauchen mehr Eier. Ist Fakt. Schnarch. Dauert wirklich ganz schön lang, hier hochzukommen. Wenn wir dann endlich mal Wasseraufzüge hätten, geht das Ganze schon wesentlich schneller.
wir sind oben. Ja, Nacht. Wetten, 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 wetten. Oh. Das Spiel scheint uns wohl gesonnen. Oh, bitte gib mir jetzt schön viel Leder. Ich brauch's. Ich hab's echt nötig. Wobei mit 32 Weizen kann ich maximal 16 Leder bekommen. Ja, wobei, sie droppen mir auch mal mehr. Wir werden sehen. Kommt schon. Sterbt bitte zuhauf. Okay, ich glaube, hier sind wir durch. Dann geht der Rest hier rein. Sterbt ihr auch schon? Ja, ihr sterbt auch. Mit etwas Glück könnte das jetzt... Ah, schaut schlecht aus. 17 von 32, die Hälfte. Das könnte rein zeitlich knapp machbar sein. Aber sehr, sehr knapp. Und wenn ich sehr, sehr knapp sage, dann meine ich sehr, sehr knapp. Wirklich sehr knapp. Also, Fleisch hätte ich auch gleich mit hochnehmen können und in den Ofen schmeißen, aber jetzt haben wir momentan erstmal ein bisschen was. Boing. Ja, ist gut jetzt. Ist gut. Danke. Ja, dann machen wir halt jetzt mal ein paar Bücherregale. Soweit wir halt kommen. Was soll schon groß schief gehen? Denke ich mir dabei. Ne? Also, ist ja, da ist ja nichts dabei. 17 Bücher sind zumindest 5. Ich glaube, die eine Wand ist damit, glaube ich, schon mal komplett durch. Achso, ich wollte draußen Schafe scheren. Naja. Achso, wenn das da wäre, dann wäre es durch. Super schlau. Aber vom Prinzip bis Level 14, das ist... Ja, ein paar Bücherregale werden wir noch brauchen, die da oben bringen, glaube ich, an sich gar nichts. Wir werden hier ja schon noch zumindest 2 reinwärts. Ganz am Ende. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass die Wände zu sind. Und ich sollte den Teppich da hinsetzen, solange noch nicht ganz so viele Hühner da drin sind. Wir brauchen Wolle. Oder einmal Spinnenweben. Das würde auch funktionieren. Ich würde mal eben mein Glück probieren. In der Hoffnung, dies hinzubekommen. Aber auch mit der größten Sicherheit, dies hinzubekommen. So, dort gibt es Spinnenseide. Und die restlichen werde ich mir aufheben. Okay, ich brauche noch 2 für die Hose und dann bräuchte ich nochmal 7 für den Trichter. Und ich bis jetzt, eigentlich bräuchte ich 14 für 2 Trichter. Für die Knochenmehlfarm, die ich wirklich gerne sehr zeitnah bauen würde. Also versuche ich jetzt noch 14 Eisen aufzutreiben. Sollte nicht so schwer sein. Mit den 2, die für die Hose fehlen, sind 16. Oh oh. Vielleicht ja auch das ein oder andere Eisen noch zusätzlich. 5 brauchen wir noch. Das ist das, was nach der 4 kommt. So meine ich mich zu erinnern. Oh, Smaragd. Dazu aber später. Momentan... Oh, da vorne ist Eisen. Momentan brauchen wir es ja noch nicht, möchte ich meinen. Okay, das reicht noch nicht. Wir brauchen noch 3.
das macht das Ganze nicht minder gefährlich. Ich habe Angst. Ich höre Stimmen. Okay, das muss reichen. Wenn da jetzt was runterkommt, bin ich an Arsch. Ich will hier raus. Wo kam ich her? Von hier, oder? Ja. Und weg. Ach, Mist. Warum? Warum tust du mir das an? Und gleich kommt ein Skelett und ich krieg einen Headshot. Instant tot. So, dann mache ich da mal wieder behilfsmäßig zu, dass da nichts reinkommt. Schmeiß hier ein bisschen Eisen rein. 23, das ist dann sogar relativ gut. Ja. Ich wird wohl in dieser Aufnahme doch nicht fertig, da drüben. Aber dann beim nächsten Mal. Also praktisch im Stream. Wenn ich es bis dahin nicht vergaß. Kohle haben wir noch, oder? Ja. Das Gold können wir nämlich gleich mitschmelzen. Da hinten waren wir ja durch. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Wie war das doch gleich mit dem Komposter? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ja, natürlich. Klar. So, dann habe ich den Komposter. Dann brauche ich 6 Truhen. Auch das sollte machbar sein. So, auf das eine Eisen warte ich mal eben noch. Dann baue ich 2 Trichter und ich muss noch mal kurz was ausprobieren. Trichter? Ja. Ginge es denn, einen Trichter seitlich in den Komposter zu führen? Ich hätte grundsätzlich. Es wird irgendwann umziehen, es ist jetzt nur vorübergehend hier. Hier. So, der Trichter geht da rein, ja. Und dann vom Prinzip so. Ginge das? Außer, dass das natürlich gerade oben nicht aufgeht, klar. Was dann aber auch kein Problem mehr sein sollte. Nein. So leitet er es leider nicht um. Das ist natürlich doof. Aus diesen Gründen müssen Komposter immer so extrem hoch gebaut werden. Das ist schon auf Dauer nervig. Aber so funktioniert er. Und wir kriegen dann Knochenmehl. Ich hole mal eben noch schnell die anderen Samen. Oh, jetzt ist da hinten ein Skelett. Was soll denn das? Das war ein Powerangriff, du. Samen waren hier. Ich lasse das mal bloß so, dass in jedem Slot ein Samen ist und dann schmeiß ich die da rein. Dann kann das losgehen, du. Wir werden zum Bauen schon noch sehr viel Knochenmehl brauchen. Und hier kommt dann fertig Knochenmehl. Man könnte ja auch andere Sachen da reinschmeißen. Dann wäre das sogar noch ein Ticken effektiver. Warum sollte ich das tun?
So, das Eisen ist dann auch gleich fertig. Dann baue ich mir meine Hose. Dann sind wir wieder einigermaßen gewappnet. Zumindest für die jetzige Zeit. Und da habe ich mir gerade wirklich Schuhe gemacht. Ich bin ja auch blöd wie ein Meter Feldweg. Ohne Scheiß. Sehr, sehr traurig. So, ich glaube, hier ist schon durch, oder? Ja. Bringt halt nicht so viel. Aber ich habe gerade auch sonst nichts, was ich wirklich explizit kompostieren könnte. Aber mit 10 Knochenmehl kriege ich nochmal ein bisschen Weizen. Warum sollte ich das nicht nutzen? Du wirst ein Weizen. Du wirst ein Weizen. Du wirst ein Weizen. Das macht man natürlich auch bloß mit denen, die nur noch ein Knochenmehl brauchen. Ganz logisch. Und die übrigen Samen können wir dann auch gleich da wieder reinschmeißen. Das ist ja praktisch ein Kreislauf des natürlichen Lebens. So oder so ähnlich würde ich das erklären. Gut. Mit 19 Weizen, wir können es nochmal versuchen, so viel wie möglich da rauszuholen, aber ich bin mir sehr sicher, es reicht nicht. Und das wäre dann auch die für heute letzte Amtshandlung. Dann wäre Schluss. Das ist jetzt so die Abschiedsmission. Wenn wir es rechtzeitig nach oben schaffen. Klar. Man muss da schon irgendwo Prioritäten setzen. Los. Ah, gefällt dir das, wenn jemand jetzt so abbrüllt? Ja. Jetzt hier total verschüchtert und traurig rumgrunzen. Also, oh, Zombies. Unmöglich. Oh, es ist mal wieder Nacht. Wir schlafen das erstmal hier. Oh, schön. Schön warm. Und nicht so düster wie im Keller. Optisch sehr toll. Bertos. Tach, ich fange diesmal hier hinten an. Ja. Noch eine. Okay, und dann hier nochmal zwei Kühe sterben lassen. So, seid ihr fertig? Mit Lederliebe? Gut. Okay, 8 Leder. Das wird nicht reichen, leider. Und 2. Na, sind zumindest nochmal 4 Bücherregale. Das ist besser als nichts. Die werde ich auch natürlich noch mit euch herstellen und aufbauen. So viel Zeit nehmen wir uns einfach noch. So, hier haben wir alles Eisen schon raus. Der Runterweg geht ja auch schneller. So. So. Wir werden wieder Holz brauchen. Das Papier brauchen wir exakt 30. Bücher haben wir hier. Holz und jetzt Bücherregale. 4 Stück, einwandfrei. Die bringen wir dann noch hin. Und die bringen wir auch noch an. So. Jetzt können wir schon bis Level 20. Sehr gut. So hatte ich mir das in etwa vorgestellt. Hier können wir nochmal schnell ein paar Eier schmeißen. Dann müssen wir das beim nächsten Mal nicht machen.
So, zwei weitere Hühnchen. Gut, jetzt sollten wir wirklich warten, bis wir da den Teppich haben, den wir auch schon haben. Mist. Den wollte ich doch noch machen. Wobei, nee. Weil ich jetzt bloß eine Wolle kriege und ich bräuchte für den Teppich zwei. Verflucht. Ah, Mist. Komm. Schnell. Schnell noch ein paar Spinnfäden. Da habe ich jetzt ein bisschen geschusselt. Das kriegen wir noch schnell hin. Da bin ich mir sicher. Hey, hey, hey. Ich bin absolut friedlich, also lass mich in Ruhe. So, zwei Stück brauchen wir noch. Hängt hier zufälligerweise gleich was in der Nähe. Ja, hier. Okay, dann haben wir das. Dann machen wir das schnell fertig. So, bevor das Skelett da runterkommt, machen wir noch einmal eine Wolle und dann einen Teppich. Jetzt haben wir sogar zwei auf Vorrat. Das ist doch toll. Achso, jetzt habe ich wahrscheinlich keinen Weizen, um die da wegzulocken. Okay. Hat auch so funktioniert. Und die legen fleißig weiter ihre Eier. Da haben wir heute trotzdem einiges geschafft. Wir sind auch tatsächlich bloß ein einziges Mal gestorben. Das ist ein Fortschritt, traurig, aber wahr. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Und wir sehen uns einfach morgen wieder an derselben Stelle in alter Frische. Und bis dahin, Tschüssikowski und ciao.